So, okay, Leute, ich habe die Tür schon mal aufgemacht. Da sind wir auch nun. Wir gehen weiter. Und gucken mal, was uns hier erwarten wird. Wahrscheinlich eine Spinnenkönigin. Oder sowas in der Art. Wir haben das letzten Endes gesehen. Oder war das die Spinne, die wir jagen müssen? Und das war nur ein Hinweis, dass die tiefer in den Katakomben ist. Hupf, hupf, hupf. Oh, dunkel. Ich hatte gehofft, ein Champion würde auferstehen, der sich dem Verderben stellen könnte. Und du bist so weit gekommen, Reiter. Eine Schande, dass deine Reise hier endet. Oh oh. Gegen mich willst du nicht siegen. Oh, scheiße. Achidna! Moment! Es ist Achidna! Wir mussten doch Achidna jagen und besiegen und so. Meine Fresse. Ich werde mit dir kommen, Reiter. Bis zum Fürsten der Knochen. Selbst bis zum Gericht. Achidnas Fänge. Achidnas Fänge haben im Laufe der Jahrtausende bereits zahllose Lebewesen das Leben entzogen, um den Hunger der Bestie zu stillen. Nun sind sie zu einer Waffe für Tod verarbeitet und entziehen seinen Gegner Gesundheit und schwächen sie, um den Reaper zu stärken. Krass, wir haben Achidna hier gefunden. Wie geil ist das denn? Und ja, Leute, falls ihr euch wundert, es ist wirklich so dunkel, ja? Das liegt jetzt nicht an irgendeinem Blender oder sowas, den ich drüber gepackt habe. Und wir haben Achidna gesiegt. Einfach so nebenbei. So. Damit sind wir hier fertig und können zurück zum ewigen Thron. Schnellreise. Cool. Oh, wisst ihr was? Wir können immer noch den Drachen besiegen gehen. Wir haben ja jetzt den Griff hier. Da können wir uns da rüberziehen. Oh, da freue ich mich drauf. Der ewige Thron. War das hier unten rein? Nein, war nicht. Da war dann der Keller mit Kisten für Tränke und so. Du hast doch bestimmt Tränke da versteckt. Sag ich doch. Ich kann nicht. Jetzt kannst du. Sei gegrüßt, Mitreisender. Ja, grüß dich auch. Mein König, was sollen wir tun? Leide. Zu lange habt ihr geschlafen. Zu lange habt ihr eure Pflichten vernachlässigt. Ich brauche euch nicht mehr. Was soll das? Ich mag keine Spielchen. Sie haben mich enttäuscht. Aber du hast dir meinen Dank verdient. Ich werde dich im Königreich zu einem schicken, der den Weg zum Quell der Seelen kennt.
Aber zuerst wirst du dich Dämonen stellen müssen. Ich habe mich schon vielen gestellt und sie getötet. Keine wie diese. In diesem Amulett steckt große Macht. Deine Schande verhindert, dass sie freigesetzt wird. Ich bereue nichts. Oh, ich kann durch dein Fleisch sehen. Dort, wo die wahre Schlacht stattfindet. Reiter, was hast du vom Fürsten der Knochen erfahren? Ich hoffe, dein König wird seinem Namen gerecht, wenn schon nicht seinen Worten. Der König der Toten hat dir die Passage zur Stadt der Toten gewährt. Den muss ich in der Stadt der Toten suchen. Du solltest dir mehr Sorgen um jenen machen, der dich sucht. Antworte mir, Vogelscheuche. Es macht keinen Spaß, es dir einfach so zu sagen. Dann sprich nicht weiter. Ich würde besser auf mich selbst aufpassen, wenn ich du wäre. Was werde ich dort finden? Was werde ich in der Stadt der Toten vorfinden, außer noch mehr Leichen? Etwas viel Wertvolleres als Sehnen und Knochen. Seelen, Reiter. Aus allen Reichen unter einer sterbenden Sonne. In der Stadt wird ihr vergangenes Leben geläutert, damit sie den Quell der Seelen passieren und wiedergeboren werden können. Viele Seelen überleben diese Läuterung nicht. Manche treibt es in den Wahnsinn. Und ein paar schaffen es sogar, ihren Fesseln zu entkommen. Okay, da wären wir nun. Entschuldigung für den komischen Cut. Benutzen Seelenteiler. Ah! Das ist ja cool. Das ist ja mega cool. Das haben wir jetzt also vom König der Toten bekommen. Wir können unsere Seele aufteilen. Und wie kommen wir jetzt wieder zusammen? Ja, wie kann ich das denn abbrechen? Okay. Sehr, sehr strange. Egal, wir haben es geschafft. Wir sind weiter. Ich habe das Gefühl, auch die Spiel buggt gerade ein bisschen rum. Erkunde die Stadt der Toten. Da haben wir viele hingebracht. Die werden sicher nicht so freundlich zu uns sein. Oh, wir schreiten hier rum. Oh, alles klar. Ein Lindwurm von Lind. Ein Schokowurm. So. Du auch nochmal. Und weiter geht's. Mist, ich kann hier nicht ausweichen. Ah, Schockschaden. Come on.
So, kaputt. Ich kann nicht. Okay, dann kannst du halt nicht. Was gibt's noch Schönes hier? Da ist irgendwie ein Dings. Ich habe das Gefühl, wir müssen unsere Seele teilen. Um da hochzukommen. Nein, bleib drauf. So, jetzt müssen wir schauen, wie kommen wir denn da hoch? Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Okay, Weg gefunden. Epischer Moment, wo die Türe aufgeht. So, und zum Wechseln müssen wir einfach wieder auf irgendwas anderes wechseln, oder? Nee, nochmal. Okay, läuft. Ich habe tote Seelen gesehen. Und eine Kiste dahinter, an die wir jetzt nicht so einfach drankommen. Okay, da ist auf jeden Fall ein Schloss. Ich komme. Ist ja krass. Ich wollte gerade sagen, ich schaue mich einfach nur mal kurz um. Aber es scheint aktuell der einzige Weg zu sein. Dann mal lang, da lang. Und hepp. Ich sehe wieder so ein Laternending. Tja, das heißt dann einfach wohl hier weiter. Was ist das? Wie komme ich denn da hoch? Von oben irgendwo runterfallen. Okay, merken. Alles klar, irgendwo eine Plattform oder sowas in der Art. Ich hab's gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ups. Einmal nur drücken. Und halt fest. Ich bin zu weit weg, glaube ich. Okay, sehr schön. Jetzt habe ich so ein Ding. Und was kann ich damit jetzt machen? Scheiße. Wie können wir denn auswählen? Wartet mal. Gerade waren wir der Lila, ne? Vielleicht jetzt so. Ach nein, Quatsch. Entschuldigung. Jetzt ist mir einiges klar. Ach Gott, bin ich denn doof. Nein, kannst loslassen. Steuerung, ey. Schieb weg.
So. Denn wir brauchen diesen Klotz, um den Hebel zu aktivieren. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, jetzt zeige ich es euch. Ich habe da so eine Idee, die funktionieren müsste, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das ist so imbar. Und da schieben wir dann unsere Seele da rein. Und können zurückwechseln. Tada! Entschuldigung. So. Kann man das auf eine Shell-Taste legen? Das ist ja echt ätzend. Ja, das geht viel besser. So, Moment, wir müssen uns auf jeden Fall dran denken. Irgendwo geht's runter. Damit wir dieses, was auch immer es ist, da unten bekommen. Das war's jetzt aber nicht, oder? Ein Skelettschlüssel. Ich Idiot, ich hätte da wieder hochgekonnt. Indem ich mich vorher aufgeteilt hätte. Scheiße, Entschuldigung, Leute. Irgendwie, ich muss das doch auch jetzt nochmal machen. Einmal schnell nochmal durch. Weil im Gang war irgendwas Interessantes. Und da gleich die Laterne hinbringen. Das müssen wir uns auch merken. Hier oben. Scheiße. Und wieder zurück. Nein. Ach, wartet mal. Kann das sein, dass es hier irgendwo war? Nee, ne? Das liegt quasi direkt gegenüber. Da können wir eh nichts machen. So. Jetzt nochmal in Ruhe gucken. Bevor wir da runterspringen. Gehen wir hier erstmal noch weiter. Unmöglich. Schade.
Wow. Weil ich wollte das hier machen. Dann hätte man hier runtergekonnt. Und dann hätte man es ja gewusst, was hier ist. Und dann halt wieder zurück. Aber jetzt ist es egal. Gut, dann ist es nicht hier. Wir haben den ganzen Weg nochmal umsonst gemacht. Aber naja, jetzt habt ihr ja gesehen, wie es geht. Da ist eine verschlossene Tür. Da ist eine Laterne. An die wir aktuell nicht drankommen, aufgrund von diverser Toten, die hier rumgammeln. Und naja, weil wir keinen Plan haben, wie dieses Tor aufgeht. Aber das hier können wir öffnen. Boah, wie riesig das hier alles einfach nur ist. Sieht doch so aus, als würde sich das drehen können. Tür ist auch zu. Und wir sind da. Irgendwo ist da. Nein. Na komm, lass runter. Interessant. Ich glaube, es ist wieder soweit. Dann gucken wir nochmal sicherheitshalber. Ja, okay, da kommen wir nicht durch. So. Der Erste darf hier ziehen. Okay, bringt wirklich nichts. Wir müssen es irgendwie offen halten. Der andere darf hier runterspringen. Oh, nein. Reicht nicht aus. Ist zu hoch. Oh, Rätsel, Rätsel. Ich glaube, wir müssen das Ganze etwas anders angehen. Vielleicht so? Na, mal gucken, ob das was wird. Ja. Strange. Jetzt sind wir zwar hier, aber das ist ein bisschen weit weg. Viel zu weit weg. Jetzt haben wir zwar die Kiste, aber was soll das denn? Oh, das soll das. Entschuldigung. So, aber das war jetzt auch noch nicht das Wahre. Oder warum wir das hier machen sollten. Und wir haben das Problem, wir müssen das zwar weiter... Aber haben gar keinen Plan, wie wir das machen sollen. Denn... Wie kriegen wir denn unsere Reaper-Gestalt darüber?
Rätsel. Hier ist auch noch zu. Da kommen wir nicht mehr dran. Wie zur Hölle? Das bringt ja im Grunde auch nichts, wenn wir uns da auf dieser Statue-Dings draufstellen, ne? Also hier, wartet mal. Ich meine, es so zu machen. Davon haben wir ja absolut gar nichts. Oder? Versuchen wir es. Geben wir dem Ganzen einen Versuch. Okay. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Eben hat er es doch andersrum gemacht. Ich muss alleine gehen. Ich bin gerade echt verwirrt. Wie soll das denn gehen, bitteschön? Und ich wollte dann eigentlich schnell rüberhüpfen oder sowas in der Art. Mal gucken nochmal. Versuchen wir es. Nein! Es hätte ja fast geklappt, aber es ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Okay, Leute, ich mache mir dazu jetzt nochmal Gedanken. Wir haben die Folge überstrapaziert. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und lösen das Rätsel dann. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bye, Leute!